Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In drei Tagen ist Silvester und an diesem Tag wünschen wir Ihnen auch so eine Bombenstimmung, wie wir hier inne haben. Und im letzten Go-Mittwochstudio von diesem Jahr, da möchten wir uns mal recht herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit, die Sie uns jeden Mittwochabend schenken. Ja, und alles, was Sie für so eine Silvesterparty zum Essen und zum Trinken brauchen, das finden Sie natürlich auch wieder bei Coop. Und zwar in einer grossen Auswahl und in bester Qualität. Zum Beispiel die knackigen Brezeli von Roland zum Aperitif. Oder der Granini Orangenektar, ein herrlich frischer Trinkgenuss. Die knusprigen Partypizza oder Käsküchli von Goldstar sind fix fertig vorbereitet. Man muss sie nur noch schnell im Ofen heiß machen. Den Nescafé Gold Deluxe für anspruchsvolle Kaffeegenüsser gibt es auch als Espresso und koffeinfrei. Und für Partygäste, die gerne zwischendurch etwas Süßes haben, da empfehlen wir die feinen Arnik-Kirschstängel in der Geschenkpackung. Oder After Eight, die zarten, dunklen Schokoladenblättli mit kühlen Pfefferminz. Und so einen schönen Dessert, das kann man mit ein bisschen Fantasie und mit der Coop Dessertcreme machen. Und jetzt kurz noch ein paar Informationen. Brief beantworten, Schreibarbeiten erledigen oder das Büro aufräumen, das gehört ja immer zu den guten Vorsätzen, die man sich im neuen Jahr nimmt. Darum hat Coop jetzt ein grosses, preisgünstiges Angebot an Schreibmaterialien. Zum Beispiel Briefordner in verschiedenen Farben, allerlei praktische Büroutensilien, diverses Schreibzeug und natürlich auch Fotoalben. So, und jetzt schalten wir um mit Studioküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Heute machen wir ein Schweinsfilet mit gefüllten Zwetschgen. Ein Festessen, das nicht viel Arbeit gibt. Die dörrten Zwetschgen haben wir im Schwarztee ein paar Stunden eingeweicht. Abtropfen lassen, den Kern rausgenommen und mit Gänseleber gefüllt. Sie können gerade so gut Parfait nehmen. Das Einweichwasser brauchen wir nachher noch. Im heissen Gourmet-Anken haben wir das Fleisch ringsum gut angebraten und erst nachher gewürzt. Mit ein bisschen Wasser abgelöscht und jetzt lassen wir es 15 bis 20 Minuten fertig schmoren. Die Brotenschü lösen wir mit dem Einweichwasser. Hier drin wärmen wir die Zwetschgen. Das Fleisch servieren wir tranchiert, mit den Zwetschgen garniert, Gemüse und Kroketten. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung und ich wünsche einen guten. So, das wäre es. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und natürlich alles Gute im neuen Jahr. Gutes Neues! Achten Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop alle Coop Bohnenkaffee an 250 Gramm 60 Rappen günstiger und 500 Gramm 1 Franken günstiger. Galanudeln breit 2x 500 Gramm statt 3,80 nur 2,90. Zwei Paar Wienerli statt 2,50 nur 1,90. Jeder Becher an 180 Gramm Coop-Joghurt ist jetzt 10 Rappen günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Becher schlagbarer Halbrahm statt 1,85, jetzt nur 1,55. Brüssel-Rantifi, ein Beutel an 500 Gramm, nur 1,80. Auf Wiedersehen!